Das Bundesverfassungsgericht. Bitte setzen Sie sich. Ja, ich begrüße Sie zur heutigen Sitzung des Bundesverfassungsgerichts des Zweiten Senats zur Verkündung einer Entscheidung in den Verfahren Römisch erstens. Zur verfassungsrechtlichen Prüfung, ob Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Wahlgesetzes und des 25. Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 8. Juni 2023 mit Artikel 20 Absatz 1 und 2, Artikel 21 Absatz 1 und Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz unvereinbar und nichtig ist. Antragstellerin die Bayerische Staatsregierung, Aktenzeichen 2 BVF 1 aus 23. Römisch zweitens. Zur verfassungsrechtlichen Prüfung, ob Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes und des 25. Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 8. Juni 2023 mit Artikel 20 Absatz 1 und 2, Artikel 21 Absatz 1 und Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz unvereinbar und nichtig ist. Antragsteller Herr Friedrich Merz, Herr Alexander Dobrindt und 193 weitere Mitglieder des 20. Deutschen Bundestages, Aktenzeichen 2 BVF 3 aus 23. Römisch drittens. Über den Antrag festzustellen, dass der Antragsgegner mit der Beschlussfassung vom 17. März 2023 über das Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes und des 25. Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes a. gegen das Recht auf Chancengleichheit im demokratischen Prozess und b. gegen die Freiheit der Betätigung als politische Partei aus Artikel 21 Absatz 1 des Grundgesetzes verstoßen hat und hilfsweise es unter Verletzung von Artikel 21 Absatz 1 des Grundgesetzes unterlassen hat, die in § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 des Wahlgesetzes mit bundesweiter Geltung angeordnete sogenannte 5%-Klausel dahingehend zu ändern, dass die Regelung nicht mehr bundesweit, sondern nur länderbezogen gilt. Antragstellerin Christlich-Soziale Union in Bayern e.V., also die CSU, beigetreten die Christlich-Demokratische Union Deutschlands, die CDU, Antragsgegner Deutscher Bundestag, Aktenzeichen 2 BVE 2 aus 23. Römisch viertens. Über den Antrag festzustellen, dass erstens der Antragsgegner durch den Beschluss von Artikel 2 Nummer 4 des Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes und des 25. Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 8. Juni 2023 in Kraft getreten am 14. Juni 2023 die Antragstellerin in ihrem Recht auf Chancengleichheit nach Artikel 21 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes insofern verletzt hat, als die sogenannte Grundmandatsklausel nach § 6 Absatz 3 Satz 1 Alternative 2 des Bundeswahlgesetzes alte Fassung in der Neufassung des § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 des Bundeswahlgesetzes gestrichen worden ist und nicht mehr als Gegenausnahme zur dort geregelten 5%-Sperrklausel vorgesehen ist. Zweitens, die Bundesrepublik Deutschland der Antragstellerin die notwendigen Auslagen des Organstreitverfahrens zu erstatten hat, Antragstellerin Partei Die Linke, Antragsgegner Deutscher Bundestag, Aktenzeichen 2 BVE 9 aus 23. Römisch fünftens, über den Antrag festzustellen. Erstens, der Antragsgegner durch den Beschluss von Artikel 2 Nummer 4 des Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes und des 25. Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 8. Juni 2023 in Kraft getreten am 14. Juni 2023 die Antragstellerin in ihrem verfassungsrechtlichen Status als Fraktion nach Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 21 Absatz 1 und Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes und in ihrem Recht auf gleichberechtigte Teilhabe an der parlamentarischen Willensbildung aus Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes einerseits durch die Ausgestaltung des Gesetzgebungsverfahrens und andererseits in der Sache insofern verletzt hat, als die sogenannte Grundmandatsklausel nach § 6 Absatz 3 Satz 1 Alternative 2 des Bundeswahlgesetzes alte Fassung in der Neufassung des § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 des Bundeswahlgesetzes gestrichen worden, insbesondere auch nicht mehr als Gegenausnahme zur dort geregelten 5%-Sperrklausel vorgesehen
ist und dementsprechend nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Antragstellerin nach der nächsten Bundestagswahl nicht mehr als Fraktion der Partei Die Linke im Deutschen Bundestag vertreten sein wird. Zweitens, die Bundesrepublik Deutschland der Antragstellerin die notwendigen Auslagen des Organstreitverfahrens zu erstatten hat. Antragstellerin, Fraktion Die Linke im Bundestag, Antragsgegner Deutscher Bundestag, Aktenzeichen 2 BVE 10 aus 23. Römisch 6. Über die Verfassungsbeschwerde. Der Beschwerdeführer 1. Dr. Ralf-Uwe Beck, 2. Frau Sarah Händel, 3. Herr Alexander Trennhäuser sowie 4.239 Beschwerdeführer gegen § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 des Bundeswahlgesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes und des 25. Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 8. Juni 2023. Aktenzeichen 2 BVR 1523 aus 23 und schließlich römisch 7. Über die Verfassungsbeschwerde der Beschwerdeführer Frau Petra Sitte und weiterer 201 Beschwerdeführer gegen § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 des Bundeswahlgesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes und des 25. Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 8. Juni 2023. Aktenzeichen 2 BVR 1547 aus 23. Damit kommen wir dann zur Feststellung der Anwesenheit. Erschienen sind für die Antragstellerinnen im Verfahren 2 BVF 1 aus 23 und 2 BVE 2 aus 23 für beide Verfahren vom Bayerischen Staatsministerium des Innern für Sport und Integration, Herr Staatsminister Joachim Herrmann. Sowie als Bevollmächtigter für das Verfahren 2 BVF 1 aus 23, Herr Professor Dr. Markus Möstl. Und als Bevollmächtigter für das Verfahren 2 BVE 2 aus 23, Herr Professor Dr. Kyrill Alexander Schwarz. Für die Antragstelle im Verfahren 2 BVF 3 aus 23, die Abgeordnete Frau Nina Warten. Sowie die Herren Abgeordneten Ansgar Heveling, Michael Frieser, Christian Freiherr von Stetten und als Bevollmächtigte Herr Prof. Dr. Bernd Jeschik und Herr Prof. Dr. Heinrich Lang. Für die Antragstellerinnen in den Verfahren 2 BVE 9 aus 23 und 2 BVE 10 aus 23 und die Beschwerdeführer im Verfahren 2 BVR 1547 aus 23, für das Verfahren 2 BVE 9 aus 23 Frau Bundesgeschäftsführerin Katina Schubert. Für das Verfassungsbeschwerdeverfahren 2 BVR 1547 aus 23 Herr Abgeordneter Sören Pellmann sowie als Bevollmächtigte für alle Verfahren Herr Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Kirchberg und Herr Rechtsanwalt Dr. Gregor Gysi. Guten Morgen. So viel Zeit muss sein, ne? Für die Beschwerdeführer im Verfahren 2 BVR 1523 aus 23, Herr Ralf-Uwe Beck, Herr Alexander Trennhäuser und Herr Markus Meyer sowie als Bevollmächtigter Herr Prof. Dr. Thorsten Kingren. Für den Deutschen Bundestag die Herren Abgeordneten Dirk Wiese, guten Morgen, Dr. Johannes Fechner, Dr. Till Steffen, Sebastian Hartmann, Axel Schäfer und Konstantin Kuhle. Aus der Bundestagsverwaltung Herr Ministerialrat Dr. Dirk Wahlen sowie als Bevollmächtigte Herr Prof. Dr. Florian Meinl, Herr Prof. Dr. Christoph Möllers und Frau Professorin Dr. Jelena von Achenbach. Für die Bundesregierung aus dem Bundesministerium des Innern und für Heimat, Herr Parlamentarischer Staatssekretär Mahmut Özdemir. Guten Morgen. Aus dem Bundesministerium der Justiz, Frau Oberregierungsrätin Lucia Lindner. Für die Freie Hansestadt Bremen aus dem Senat für Inneres und Sport, Herr Senatsrat Dr. Frank Lüthe.
Und für das Land Niedersachsen aus dem Ministerium für Inneres und Sport, Frau Landeswahlleiterin Ulrike Sachs. Dann kommen wir jetzt zur Urteilsverkündung. Im Namen des Volkes. Erstens. Die Verfahren werden zur gemeinsamen Entscheidung verbunden. Zweitens. Paragraph 1 Absatz 3, Paragraph 6 Absatz 1 und Absatz 4 Sätze 1 und 2 des Bundeswahlgesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes und des 25. Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 8. Juni 2023 sind mit dem Grundgesetz vereinbar. Drittens. Paragraph 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 des Bundeswahlgesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes und des 25. Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 8. Juni 2023 ist nach Maßgabe der Gründe mit Artikel 21 Absatz 1 und Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes unvereinbar. Viertens. Bis zu einer Neuregelung gilt § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 des Bundeswahlgesetzes mit der Maßgabe fort, dass bei der Sitzverteilung Parteien, die weniger als 5% der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten haben, nur dann nicht berücksichtigt werden, wenn ihre Bewerber in weniger als 3 Wahlkreisen die meisten Erststimmen auf sich vereinigt haben. Fünftens. Die Verfassungsbeschwerden werden mit Ausnahme der Verfassungsbeschwerden der Beschwerdeführenden zu Römisch 6, 1 bis 3 und zu Römisch 7, 1 bis 25, 27 und 28 verworfen. Sechstens. Paragraph 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 des Bundeswahlgesetzes verletzt die Beschwerdeführenden zu Römisch 6, 1 bis 3 und zu Römisch 7, 1 bis 25, 27 und 28 nach Maßgabe der Gründe in ihrem grundrechtsgleichen Recht aus Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes. Der siebtens, der Organklageantrag der Antragstellerin zu Römisch 5 wird verworfen. Achtens, der Deutsche Bundestag hat durch den Beschluss des Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes und des 25. Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes am 17. März 2023 den Antragsteller zu 3 nach Maßgabe der Gründe in seinem Recht aus Artikel 21 Absatz 1 des Grundgesetzes verletzt. Neuntens. Der Organklageantrag der Antragstellerin zu Römisch 4 wird zurückgewiesen. Zehntens. Die Bundesrepublik Deutschland hat den Beschwerdeführenden zu Römisch 6 1 bis 3 und Römisch 7 1 bis 25, 27 und 28 ihre notwendigen Auslagen zu erstatten. Und schließlich 11. Die Anträge der Antragstellerin zu Römisch 4 und zu Römisch 5 auf Erstattung ihrer notwendigen Auslagen werden abgelehnt. Dann setzen Sie sich bitte wieder. Ja, ich nehme an, mit Spannung wird jetzt erwartet, dass wir Stellung nehmen. Vorab Folgendes. Wir bedauern, dass es eventuell aufgrund eines technischen Fehlers möglich war, das Urteil bereits seit gestern im Internet abzurufen. Das Gericht ist gerade dabei zu prüfen, wie es dazu kommen konnte. Und damit kommen wir dann zum Einführungsstatement, weil die, die das Urteil noch nicht gelesen haben, wahrscheinlich aus dem Tenor alleine nicht wirklich schlau geworden sind. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat heute entschieden, dass das Zweitstimmendeckungsverfahren im neuen Bundeswahlgesetz mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Hingegen verstößt die 5%-Sperrklausel derzeit gegen den Grundsatz der Wahlgleichheit und den Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien. Bis zu einer Neuregelung gilt die Sperrklausel mit der Maßgabe fort, dass bei der Sitzverteilung Parteien mit weniger als 5% der Zweitstimmen nur dann nicht berücksichtigt werden, wenn ihre Bewerber in weniger als 3 Wahlkreisen die meisten Erststimmen erhalten haben. Das heißt, diese Maßgabe orientiert sich an der Grundmandatsklausel des bisherigen Wahlrechts. Zur Erinnerung.
Am 17. März 2023 beschloss der Bundestag mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen Änderungen des Bundeswahlgesetzes. Danach sieht das Gesetz für die Bundestagswahl nun Folgendes vor. Jede Wählerin und jeder Wähler hat wie bisher zwei Stimmen. Die Erststimme für die Wahl eines Wahlkreiskandidaten und die Zweitstimme für die Wahl der Landesliste einer Partei. Zunächst werden die 630 Bundestagssitze nunmehr eine fixe Größe nach dem bundesweiten Zweitstimmenergebnis auf die Parteien und ihre Landeslisten verteilt. Danach wird die Besetzungsreihenfolge für diese Sitzkontingente nach dem sogenannten Zweitstimmendeckungsverfahren bestimmt. Die erfolgreichen Wahlkreisbewerber, also diejenigen mit den meisten Erststimmen ihres Wahlkreises, rücken in der Rangfolge ihrer Stimmenanteile an die Spitze der Landesliste ihrer Partei. Sie werden bei der Vergabe der Sitze zuerst berücksichtigt. Ist die Anzahl der erfolgreichen Wahlkreisbewerber einer Landesliste höher als die Anzahl ihrer nach Zweitstimmen gedeckten Sitze, so erhalten die Wahlkreisbewerber mit den geringsten Erststimmenanteilen anders als bisher kein Mandat. Nach der 5%-Sperrklausel werden Parteien, die bundesweit weniger als 5% der Zweitstimmen erhalten haben, wie bisher, nicht bei der Verteilung der Mandate berücksichtigt. Dies gilt anders als bisher auch dann, wenn ihre Bewerber in drei Wahlkreisen die meisten Erststimmen erhalten haben. Denn die im Gesetzentwurf noch vorgesehene angepasste Grundmandatsklausel bzw. Wahlkreisklausel wurde im Gesetzgebungsverfahren gestrichen. Gegen das Zweitstimmendeckungsverfahren und die 5%-Sperrklausel als nunmehr alleinige Zugangshürde zur Sitzverteilung haben die Bayerische Staatsregierung und 195 Mitglieder der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Normenkontrolle beantragt. Die CSU hat als Partei Organklage gegen den Bundestag erhoben und greift diese Regelungen ebenfalls an. Die CDU ist dieser Organklage beigetreten. Zwei weitere Organklagen der Partei Die Linke und der damaligen Bundestagsfraktion Die Linke gegen den Bundestag sowie eine Verfassungsbeschwerde von 212 ihrer Wähler-Sympathisanten, das ist ein Zitat, haben sich gegen die nicht mehr mit einer Grundmandatsklausel versehene Sperrklausel gewandt. Und gegen die Sperrklausel als solche, insbesondere ihre Höhe, haben auch 4.242 Personen Verfassungsbeschwerde eingelegt. Ich komme zu den wesentlichen Erwägungen des Senats. Die beiden Normenkontrollverfahren sind zulässig. Die Organklagen und die Verfassungsbeschwerden sind nur teilweise zulässig. Unzulässig ist insbesondere die Organklage der damaligen Fraktion Die Linke. Unabhängig davon, welche Folgen ihre Auflösung im Dezember 2023 für die zuvor eingereichte Organklage hat, fehlt es ihr an der Antragsbefugnis. Eine Fraktion hat weder ein Recht, auch nach der nächsten Wahl wieder in den Bundestag einzuziehen, noch kann sie sich als Fraktion auf das Abgeordnetenrecht auf Beratung und Beschlussfassung im Bundestag berufen. Die Verfassungsbeschwerden sind unzulässig, soweit die Beschwerdeführenden ihre Wahlberechtigung nicht dargelegt haben. Das Zustandekommen des Gesetzes ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Die Wahlrechtsreform ist zwar nicht im Konsens beschlossen worden, sondern lediglich mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen. Diese Möglichkeit steht dem Gesetzgeber aber ausdrücklich offen. Auch der Umstand, dass die im Gesetzentwurf vorgesehene angepasste Grundmandatsklausel bzw. Wahlkreisklausel erst in der abschließenden Ausschussberatung gestrichen wurde, stellt keine Missachtung der Abgeordnetenrechte oder des Öffentlichkeitsgrundsatzes dar. Die parlamentarische Beratung dient gerade der Möglichkeit, einen Gesetzentwurf zu verändern. Hier standen den Abgeordneten im Gesetzgebungsverfahren ohnehin genügend Informationen über die Bedeutung der angepassten Grundmandatsklausel und ihrer Streichung zur Verfügung. Die Normenkontrollanträge haben teilweise Erfolg. Für das Wahlrecht weist Artikel 38 Absatz 3 Grundgesetz dem Gesetzgeber die Aufgabe der näheren Ausgestaltung zu. Seine Gestaltungsbefugnis ist grundsätzlich weit. Sie findet ihre Grenzen in den Wahlgrundsätzen des Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz,
insbesondere dem Grundsatz der Wahlgleichheit und der Chancengleichheit der Parteien. Diese Grundsätze unterliegen keinem absoluten Differenzierungsverbot. Für Differenzierungen ist der Spielraum des Gesetzgebers aber eng bemessen. Nach diesen Grundsätzen ist das Zweitstimmendeckungsverfahren mit dem Grundgesetz vereinbar. Der Gesetzgeber kann Neuerungen einführen, die dem bisherigen Wahlrecht fremd waren und für Wählerinnen und Wähler und Wählerinnen und Wählern ebenso wie Bewerbern und Parteien ein Umdenken abverlangen. Sein Entschluss, das Wahlrecht zu reformieren, ist nicht an besondere Voraussetzungen gebunden. Das Zweitstimmendeckungsverfahren stellt keine Abkehr von den Grundzügen des bisherigen Wahlrechts dar. Denn der Gesetzgeber hat sich im Rahmen seines weiten Gestaltungsspielraums für die Beibehaltung der Wahlkreiswahl sowie der Verhältniswahl nach Landeslisten entschieden. Den damit zwingend verbundenen Ausgleich zwischen den Ergebnissen der Wahlkreiswahl und der Verhältniswahl hat er allerdings ebenfalls im Rahmen seines weiten Gestaltungsspielraums neu ausgestaltet. Die Kritik, dass sich der Gesetzgeber nicht entweder für ein reines Mehrheits- oder für ein reines Verhältniswahlrecht entschieden habe, übersieht, dass er nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Verhältniswahl mit Elementen der Personenwahl verbinden darf. Aus der Beibehaltung einer Kombination von Verhältniswahl und Wahlkreiswahl folgt jedoch nicht, dass auch das bisherige Ausgleichsverfahren beibehalten werden müsste und nicht neu konzipiert werden dürfte. Soweit gerügt wurde, das Zweitstimmendeckungsverfahren verstoße gegen das Gebot der Regionalisierung oder der Wahlkreisrepräsentation, finden solche Gebote weder im Grundgesetz noch im bisherigen Wahlrecht eine Stütze. Die Kritik, die Neuregelung enthalte Widersprüche und dem Zweitstimmendeckungsverfahren fehle es an Folgerichtigkeit, läuft schon deshalb ins Leere, weil sie auf dem gedanklichen Festhalten an Grundsätzen beruht, die den bisherigen Regelungen des Ausgleichs entnommen werden. Wenn aus einigen Wahlkreisen nicht der Wahlkreisbewerber mit den meisten Stimmen automatisch in den Bundestag einzieht, sondern der Wahlkreis durch andere Listenabgeordnete im Bundestag vertreten wird, führt dies weder zu einem Widerspruch noch zur Verweisung des betroffenen Wahlkreises. Ein Widerspruch bestünde nur, wenn man die Wahlkreiswahl als die allein maßgebliche Wahl für die Zuteilung eines Mandats ansehe. Nach dem Zweitstimmendeckungsverfahren ist jedoch die Wahlkreiswahl gerade nicht allein entscheidend für den Erhalt eines Mandats. Es sorgt vielmehr dafür, dass jeder Abgeordnete des Bundestages durch die Zweitstimmen für seine Partei legitimiert ist. Das Zweitstimmendeckungsverfahren verletzt insbesondere nicht den Grundsatz der Wahlgleichheit. Wahlstimmen für einen unabhängigen Bewerber werden zwar im Fall seines Erfolges anders behandelt als Wahlstimmen für Wahlkreisbewerber einer Partei. Diese Ungleichbehandlung ist aber gerechtfertigt. Die Möglichkeit, unabhängige Wahlkreisbewerber vorzuschlagen, sichert das Wahlvorschlagsrecht aller Wahlberechtigten unabhängig von politischen Parteien als Kernstück des Bürgerrechts auf aktive Teilnahme an der Wahl. Darüber hinaus führt das Zweitstimmendeckungsverfahren nicht zur Ungleichbehandlung. Alle Wahlstimmen haben den gleichen Zählwert. Auch die Erfolgschancen der Erststimmen sind gleich. Jede Erststimme führt dann zu einem Mandat für den Wahlkreisbewerber, wenn erstens der Bewerber die meisten Erststimmen im Wahlkreis und zweitens die Landesliste seiner Partei so viele Zweitstimmen erhält, dass ihr Sitzkontingent für alle ihrer erfolgreichen Wahlkreisbewerber mit dem gleichen oder besseren Erststimmenanteil ausreicht. Beide Bedingungen sind ausschließlich vom Wahlergebnis abhängig. Die Stimmen für einen erfolgreichen Wahlkreisbewerber, der ein Mandat im Zweitstimmendeckungsverfahren erhält, und die Stimmen für einen erfolgreichen Bewerber in einem anderen Wahlkreis, der kein Mandat erhält, werden ebenfalls nicht ungleich behandelt. Die Nichtzuteilung des Mandats an den erfolgreichen Bewerber ohne Zweitstimmendeckung ist nämlich das Ergebnis des vom Gesetzgeber gewählten Zuteilungsmechanismus, der nunmehr eben von zwei Voraussetzungen abhängig ist.
Der Erfolgswert der Wahlstimmen bestimmt sich entsprechend nach diesen beiden Voraussetzungen. Das Zweitstimmendeckungsverfahren verstößt auch nicht gegen die Chancengleichheit der Parteien. Die Einschätzung, es belaste die Oppositionsparteien in besonderer Weise, teilt der Senat nicht. Das neue Verfahren dient der Zusammensetzung des Bundestages nach Parteienproporz ebenso wie das bislang geltende System der Ausgleichsmandate. Anders als der Begriff der Kappung eines Wahlkreismandats suggeriert, wird Parteien durch das Zweitstimmendeckungsverfahren kein ihnen bereits zugeteiltes Sitzkontingent gekürzt. Die damit erreichte Einhaltung der gesetzlichen Größe des Bundestages führt lediglich dazu, dass im kommenden Bundestag von jeder Partei bei unterstellt gleichbleibenden Wahlergebnissen weniger Abgeordnete vertreten sein werden, als dies nach dem bisherigen Wahlrecht der Fall gewesen wäre. Die 5%-Sperrklausel ist demgegenüber in ihrer geltenden Form mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Da Parteien, die nach ihrem Zweitstimmenergebnis rechnerisch Mandate erhalten könnten, bei der Sitzverteilung nicht berücksichtigt werden, wenn sie bundesweit weniger als 5% der gültigen Zweitstimmen erreicht haben, liegt eine Ungleichbehandlung gegenüber Wahlstimmen für Parteien mit einem höheren Zweitstimmenergebnis vor. Diese Ungleichbehandlung ist gerechtfertigt. Sie verhindert eine Zersplitterung des Parlaments in viele kleine Gruppen und sichert damit die Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Bundestages. Sie schafft die Voraussetzungen dafür, dass Zusammenschlüsse von Abgeordneten mit gleichgerichteten politischen Zielen im Bundestag grundsätzlich eine bestimmte Mindestgröße haben. Die Höhe der Sperrklausel von 5% der bundesweiten gültigen Zweitstimmen ist für diesen Zweck nach wie vor sachgerecht und hat auch angesichts der zwischenzeitlich eingetretenen rechtlichen und tatsächlichen Änderungen Bestand. Unter den gegenwärtigen tatsächlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ist die Ausgestaltung der Sperrklausel jedoch nicht in vollem Umfang erforderlich. Zur Sicherstellung der Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Parlaments ist es nicht notwendig, eine Partei bei der Sitzverteilung nicht zu berücksichtigen, deren Abgeordnete eine gemeinsame Fraktion mit den Abgeordneten einer anderen Partei bilden würden, wenn dann beide Parteien zusammen das 5%-Quorum erreichen würden. Es besteht die Möglichkeit, dass die CSU bei der nächsten Bundestagswahl mangels Überschreitens der bundesweiten 5%-Sperrklausel bei der Sitzverteilung nicht berücksichtigt wird. Im Fall ihrer Berücksichtigung würden ihre Abgeordneten aber hinreichend sicher eine gemeinsame Fraktion mit den Abgeordneten der CDU bilden. Grundlage hierfür ist eine auf Dauer angelegte enge Kooperation der beiden Parteien. In diesem Fall wird das Ziel der Sperrklausel in gleicher Weise erreicht, wenn die Zweitstimmenergebnisse von Parteien, die in dieser Form kooperieren, gemeinsam berücksichtigt werden. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, die Sperrklausel so auszugestalten, dass sie unter den derzeitigen rechtlichen und tatsächlichen Bedingungen nicht über das zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des Bundestages Erforderliche hinausgeht. Er ist allerdings nicht auf die Einführung einer Möglichkeit der gemeinsamen Berücksichtigung zweier kooperierender Parteien beschränkt. Vielmehr kann er die Sperrklausel auch in anderer Weise modifizieren. Die Entscheidung zur Zweitstimmendeckung ist einstimmig, diejenige zur Sperrklausel mit 7-1 Stimmen ergangen. Dann kommen wir jetzt zur Verlesung von Teilen des Urteils. Ich beginne auf Seite 37 mit der Randnummer 124. Das Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes 2023 ist den Artikel 38 Absatz 1 Satz 2, Artikel 42 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz entsprechend zustande gekommen. Die Regelungen des Verfahrens der Zweitstimmendeckung in § 1 Absatz 3, § 6 Absatz 1 und Absatz 4 Sätze 1 und 2 Bundeswahlgesetz
sind mit Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 sowie Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz vereinbar. Die Sperrklausel des § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Bundeswahlgesetz ist mit diesen Maßstäben unvereinbar. Dies ergibt die Prüfung in den Normenkontrollverfahren, die der Sache nach lediglich die genannten Bestimmungen zum Gegenstand haben. Diese Prüfung erfolgt ohne Bindung an die erhobenen Rügen unter allen verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten. In formeller Hinsicht sind die angegriffenen Normen verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Welche Bindungen sich aus den Grundsätzen der gleichberechtigten Teilhabe der Abgeordneten nach Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz und der Parlamentsöffentlichkeit nach Artikel 42 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz für die Ausgestaltung von Gesetzgebungsverfahren ergeben, hat das Bundesverfassungsgericht bisher nicht entschieden. Das Parlament gestaltet seine internen Abläufe autonom. Artikel 40 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz weist dem Parlament die Kompetenz zu, sich selbst eine Geschäftsordnung zu geben. Seine Grenzen findet der weite Gestaltungsspielraum bei der Bestimmung der parlamentarischen Abläufe in der Verfassung. Die gleichberechtigte Teilhabe an der parlamentarischen Willensbildung umfasst das Recht der Abgeordneten, sich über den Beratungsgegenstand eine eigene Meinung bilden und davon ausgehend an der Beratung und Beschlussfassung des Parlaments mitwirken zu können. Grundlage hierfür ist eine hinreichende Information über den Beratungsgegenstand. Dabei müssen die Abgeordneten die Informationen nicht nur erlangen, sondern diese auch verarbeiten können. Auch wenn dem Parlament ein weiter Gestaltungsspielraum bei der Bestimmung der Verfahrensabläufe im Parlament zusteht, spricht einiges dafür, dass dieser in einer die formelle Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes tangierenden Weise überschritten wird, wenn das Abgeordnetenrecht gemäß Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz und der Grundsatz der Öffentlichkeit der parlamentarischen Beratung ohne sachlichen Grund gänzlich oder in substanziellem Umfang missachtet werden. Das Zustandekommen des Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes 2023 ist danach nicht zu beanstanden. Das Gesetzgebungsverfahren weist keine Umstände auf, die dafür sprechen, dass der Deutsche Bundestag trotz Einhaltung der Geschäftsordnung seinen Gestaltungsspielraum bei der Bestimmung der Verfahrensabläufe im Parlament gemäß Artikel 40 Absatz 1 Satz 2 überschritten haben könnte. Zwar ist die Wahlrechtsreform nicht im Konsens beschlossen worden, sondern lediglich mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen. Dies ist jedoch für den Ablauf eines Gesetzgebungsverfahrens nicht relevant. Auch wenn eine konsensuale Wahlrechtsreform wünschenswert sein mag, eröffnet Artikel 38 Absatz 3 Grundgesetz dem einfachen Gesetzgeber ausdrücklich die Möglichkeit einer Mehrheitsentscheidung. Auch der Umstand, dass die zweite Alternative des § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 des Gesetzentwurfs, die angepasste Grundmandatsklausel bzw. Wahlkreisklausel, im Zuge der abschließenden Ausschussberatung am 15. März 2023 gestrichen wurde, führt zu keinem anderen Ergebnis. Die bloße Streichung einzelner Regelungen oder Passagen aus dem Gesetzentwurf im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens stellt allein noch keinen besonderen Umstand dar, der die Annahme der Missachtung von Abgeordnetenrecht oder Öffentlichkeitsgrundsatz begründen könnte. Denn die parlamentarische Beratung dient gerade der Möglichkeit, einen Entwurf zu verändern, insbesondere auch dazu, einzelne Teile des Entwurfs nicht Gesetz werden zu lassen. Ohnehin
Wahlrecht zu erfüllen hat. Gemäß Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz werden die Abgeordneten des Deutschen Bundestages in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Zudem gebietet Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 1 und 2 Grundgesetz, dass alle wesentlichen Schritte der Wahl öffentlicher Überprüfbarkeit unterliegen, soweit nicht andere verfassungsrechtliche Belange eine Ausnahme rechtfertigen. Der Grundsatz der Gleichheit der Wahl sichert dabei die vom Demokratieprinzip vorausgesetzte Egalität der Bürgerinnen und Bürger. Als eine der wesentlichen Grundlagen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes gebietet er, dass alle Wahlberechtigten das aktive und passive Wahlrecht möglichst in formal gleicher Weise ausüben können. Aus dem Grundsatz der Wahlgleichheit folgt, dass die Stimme eines jedes Wahlberechtigten grundsätzlich den gleichen Zählwert und die gleiche rechtliche Erfolgschance haben muss. Alle Wählerinnen und Wähler müssen mit der Stimme, die sie abgeben, den gleichen Einfluss auf das Wahlergebnis nehmen können. Das Bundesverfassungsgericht hat die Erfolgschancengleichheit für die Verhältniswahl konkretisiert und spricht hier vom Gebot der Erfolgswertgleichheit. Ziel des Verhältniswahlsystems ist es, dass alle Parteien in einem möglichst den Stimmenzahlen angenäherten Verhältnis in dem zu wählenden Organ, also hier dem Bundestag, vertreten sind. Zur Zählwert- und Erfolgschancengleichheit tritt damit im Verhältniswahlrecht die Erfolgswertgleichheit hinzu. Durch die Gestaltung des Bundestagswahlrechts als Zweistimmenwahlrecht sind Erfolgswertunterschiede möglich. Ein Unterschied im Erfolgswert entsteht zunächst durch Überhangmandate. Überhangmandate sind gleichheitswidrig, weil der Zweitstimmenanteil einer Partei gleich bleibt, sich aber ihre Sitzzahl durch ein Überhangmandat erhöht. Dadurch steigt der Erfolgswert der Wahlstimmen für diese Partei. Darüber hinaus, Randnummer 155, haben Erststimmen auch dann Einfluss auf die Zusammensetzung des Bundestages, wenn eine Partei mit weniger als 5% der gültigen Zweitstimmen an der Sitzzuteilung beteiligt wird, aber zu ihren Gunsten die Grundmandatsklausel zum Zuge kommt. In diesem Fall wirken sich die Erststimmen auf die Zusammensetzung des Bundestages aus, da ohne die Wahlkreismandate die Partei nicht berücksichtigt würde. Die Wahlgleichheit ist in diesem Fall wegen der unterschiedlichen Gewichtung der Zweitstimmen für eine solche Partei im Vergleich zu den Zweitstimmen für eine unterhalb der 5%-Hürde liegenden Partei ohne drei Wahlkreismandate beeinträchtigt. Der Grundsatz der Unmittelbarkeit der Wahl fordert, dass die Wählerinnen und Wähler die Abgeordneten selbst auswählen. Er setzt ein Wahlverfahren voraus, in dem die Wählerinnen und Wähler vor dem Wahlakt erkennen können, welche Person sich um ein Abgeordnetenmandat bewerben und wie sich die eigene Stimmabgabe auf den Erfolg oder Misserfolg der Wahlbewerber auswirkt. Um die verfassungsrechtlich gebotene Offenheit des Prozesses der politischen Willensbildung zu gewährleisten, ist es unerlässlich, dass die Parteien, soweit irgend möglich, gleichberechtigt am politischen Wettbewerb teilnehmen. Von dieser Einsicht her empfängt der aus Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz abzuleitende Verfassungsgrundsatz der gleichen Wettbewerbschancen der politischen Parteien das ihm eigene Gepräge. Er beinhaltet, dass jede Partei grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten im gesamten Wahlverfahren und damit gleiche Chancen bei der Verteilung der Sitze eingeräumt werden müssen. Der Grundsatz der Wahlgleichheit unterliegt ebenso wie der Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien keinem absoluten Differenzierungsverbot. Aus ihrem formalen Charakter folgt jedoch, dass dem Gesetzgeber bei der Ordnung des Wahlrechts nur ein eng bemessener Spielraum für Differenzierungen verbleibt und an die Prüfung, ob eine solche gerechtfertigt ist, ein strenger Maßstab anzulegen ist. Er darf Differenzierungen nur vornehmen, wenn sie durch einen besonderen, sachlich legitimierten Grund gerechtfertigt sind. Dieser Grund muss der Wahlgleichheit die Waage halten können. Solche Differenzierungsgründe sind insbesondere die mit der Wahl verfolgten Ziele.
Dazu gehört die Sicherung des Charakters der Wahl als eines Integrationsvorgangs bei der politischen Willensbildung des Volkes, der staatlichem Handeln demokratische Legitimation vermittelt und damit zusammenhängend die Sicherung der Arbeits- und Funktionsfähigkeit der zu wählenden Vertretungskörperschaft. Was hierfür geeignet und erforderlich ist, bemisst sich nach den konkreten Funktionen des zu wählenden Organs sowie nach den konkreten Bedingungen, unter denen das Parlament arbeitet und von denen die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Funktionsstörungen abhängt. Regelt der Gesetzgeber besondere Zugangshürden für die Berücksichtigung bei der Sitzzuteilung nach der Verhältniswahl, greift er also zu Sperrklauseln, stellen auch sie eine rechtfertigungsbedürftige Differenzierung dar. Auch insoweit gelten die streng formalen Vorgaben der Wahlgleichheit. Die Verfassung enthält keine inhaltlichen Kriterien, die der Gesetzgeber für Differenzierungen heranziehen müsste. Welches Wahlergebnis die Bedeutsamkeit einer Partei in dem Sinne ausmacht, dass sie im Parlament vertreten sein soll, legt allein der Gesetzgeber fest. Das Bundesverfassungsgericht prüft strikt, ob das Kriterium, das der Gesetzgeber gewählt hat, um Parteien als bedeutsam anzusehen, auf legitimen Gründen beruht. Dabei prüft es jedoch lediglich, ob die verfassungsrechtlichen Grenzen eingehalten sind, nicht aber, ob der Gesetzgeber zweckmäßige oder rechtspolitisch erwünschte Lösungen gefunden hat. Das Bundesverfassungsgericht kontrolliert ebenso, ob eine Zugangshürde als differenzierende Regelung zur Verfolgung ihrer Zwecke geeignet und erforderlich ist. Die verfassungsrechtliche Beurteilung richtet sich auch nach der Intensität des Eingriffs in das gleiche Wahlrecht. Die Vereinbarkeit von Sperrklauseln mit dem Grundsatz der Wahlgleichheit und der Chancengleichheit der politischen Parteien lässt sich daher nicht ein für alle Mal abstrakt beurteilen, sondern richtet sich nach den rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen. Gleiches gilt für Modifikationen einer Sperrklausel, weil sie stets weitere Differenzierungen zwischen Parteien bewirken. Durch solche Modifikationen, etwa in Form einer Grundmandatsklausel, werden zwei Gruppen von Parteien mit den auf sie entfallenden Wahlstimmen, die beide den Anforderungen der Sperrklausel nicht genügen, ungleich behandelt, indem eine Gruppe gleichwohl bei der Sitzverteilung berücksichtigt wird. Diese Differenzierung bedarf daher der Rechtfertigung. Dabei lassen sich ebenso wie Sperrklauseln selbst auch Ausnahmen von ihnen nicht ein für alle Mal abstrakt beurteilen. Vielmehr sind auch hier die jeweiligen konkreten, tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse zu berücksichtigen. Nach diesen Maßstäben ist das Zweitstimmendeckungsverfahren mit dem Grundgesetz vereinbar. Der Gesetzgeber nimmt dabei seinen Gestaltungsauftrag für das Wahlrecht aus Artikel 38 Absatz 3 wahr. Dabei ist weder die Gleichheit noch die Unmittelbarkeit der Wahl nach Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 verletzt. Auch die Chancengleichheit der Parteien aus Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz ist gewahrt. Der Gesetzgeber kann bei der Erfüllung des Verfassungsauftrags des Artikel 38 Absatz 3 Grundgesetz Neuerungen einführen, die dem bisherigen Wahlrecht fremd waren und Wählerinnen und Wählern ebenso wie Bewerbern und Parteien ein Umdenken abverlangen. Sein Entschluss, das Wahlrecht zu reformieren, ist nicht an besondere Voraussetzungen gebunden. Unabhängig vom Fehlen derartiger verfassungsrechtlicher Anforderungen liegt, anders als in den Normenkontrollverfahren geltend gemacht, weder ein Systembruch vor, noch leidet die Neuregelung an einer Widersprüchlichkeit oder an mangelnder Folgerichtigkeit. Widersinnige Effekte sind ebenfalls nicht zu erwarten. Das Vorbringen, die zunehmende Größe des Bundestages begründe keinen hinreichenden Reformbedarf, vermag die gegenteilige Einschätzung des Gesetzgebers nicht in Frage zu stellen. Auch geltend gemachte Beeinträchtigungen des Bundesstaatsprinzips und des Demokratieprinzips liegen nicht vor. Das Zweitstimmendeckungsverfahren stellt keine offene oder verschleierte Abkehr von den Grundzügen des bisherigen Wahlrechts dar. Es schafft indes eine Neukonzeption des Ausgleichs zwischen Erst- und Zweitstimmenergebnis.
Deshalb geht die Kritik, die auf der bisherigen Konzeption dieses Ausgleichs aufbaut, am Gehalt der Neuregelung vorbei. Außerdem treffen einige in den Normenkontrollverfahren vorgebrachte Annahmen bereits auf das bisherige Wahlrecht nicht zu. Das Bundeswahlgesetz 2023 bleibt in der Kontinuität des bisherigen Wahlrechts. Das Wahlgebiet ist nach wie vor in 299 Wahlkreise aufgeteilt. Parteien schlagen weiterhin zum einen Bewerber für diese Wahlkreise und zum anderen Listen für jedes Land vor. Auch die Unterscheidung zwischen Erst- und Zweitstimmen bleibt erhalten. Unverändert bestimmt sich die Zusammensetzung des Bundestages nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. Denn jede beim Sitzverteilungsverfahren berücksichtigte Partei erhält so viele Sitze, dass ihr Anteil an der Gesamtsitzzahl des Bundestages ihrem Stimmenanteil am bundesweiten Wahlergebnis entspricht. Dies macht einen Ausgleich zwischen den Wahlkreisergebnissen und den Listenwahlergebnissen unausweichlich. Wollte der Gesetzgeber darauf verzichten, müsste er entweder den Grundsatz aufgeben, dass der Bundestag insgesamt nach dem Ergebnis der Verhältniswahl zusammengesetzt ist, oder er müsste von der Personenwahl in den Wahlkreisen absehen, also die Wahl allein als Verhältniswahl nach Listen durchführen. Der Gesetzgeber hat sich jedoch im Rahmen seines weiten Gestaltungsspielraums für die Beibehaltung der Wahlkreiswahl sowie der Verhältniswahl nach Landeslisten entschieden. Den damit zwingend verbundenen Ausgleich zwischen den Ergebnissen der Wahlkreiswahl und der Verhältniswahl hat der Gesetzgeber hingegen ebenfalls im Rahmen seines weiten Gestaltungsspielraums neu gestaltet. Nach dem bisher geltenden Wahlrecht wurden Bundestagsmandate sowohl nach dem Ergebnis der Wahlkreiswahl als auch nach dem Ergebnis der Listenwahl zugeteilt. Zunächst erhielten erfolgreiche Wahlkreisbewerber ein Mandat, das sogenannte Direktmandat. Der Ausgleich erfolgte anschließend, indem beim Sitzzuteilungsverfahren an die Parteien die Wahlkreismandate auf die Sitze der Landeslisten angerechnet wurden. Nach dem Zweitstimmendeckungsverfahren werden vor dem Ausgleich keine Mandate vergeben. Zunächst erfolgt die Verteilung der 630 Sitze auf die Parteien und ihre Landeslisten. Sodann wird die Besetzungsreihenfolge für jedes dieser Sitzkontingente bestimmt. Hier rücken erfolgreiche Wahlkreisbewerber in der Rangfolge ihrer Stimmanteile an die Spitze der Landesliste. Erst im letzten Schritt erhalten alle Bewerberinnen und Bewerber in dieser Reihenfolge ihre Mandate. Die Kritik, dass sich der Gesetzgeber nicht entweder für ein reines Mehrheits- oder ein reines Verhältniswahlrecht entschieden habe, übersieht, dass der Gesetzgeber nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Verhältniswahl mit Elementen der Personenwahl verbinden darf. Die Normenkontrollanträge stützen ihre Bewertung der Neuregelung maßgeblich auf Kontinuitäten zum bisherigen Wahlrecht, aus denen sie ableiten, dass die Personenwahl in den Wahlkreisen einen legitimatorischen Eigenwert habe und daher jeder mit einfacher Mehrheit gewählte Kandidat wie bisher zwingend ein Mandat erhalten müsse. Aus der Beibehaltung einer Kombination von Verhältniswahl und Wahlkreiswahl folgt jedoch nicht, dass auch das bisherige Ausgleichsverfahren beibehalten werden müsste und nicht neu konzipiert werden könnte. Der Gesetzgeber darf sich vielmehr für eine andere Kombination entscheiden. Die Formulierungen, dass ein Wahlkreismandat gekappt werde oder ein Wahlkreis verweise, beschreiben die mit der Neuregelung verbundenen Effekte aus der Perspektive des bisherigen Rechts und heben damit die Veränderung hervor. Denn nach der Neuregelung entsteht ein Wahlkreismandat erst und nur dann, wenn es von den für die betroffene Partei abgegebenen Zweitstimmen gedeckt ist. Auch wenn diese Veränderung zunächst irritieren mag, bildet der Vorwurf der Kappung eines Wahlkreismandats bzw. der Verweisung eines Wahlkreises für sich genommen noch keinen Gesichtspunkt, der die Neuregelung verfassungsrechtlich unzulässig machen könnte. Soweit geltend gemacht wird, dass Zweitstimmdeckungsverfahren Verstoße gegen ein Gebot der Regionalisierung oder der Wahlkreisrepräsentation, finden solche Gebote nicht nur im Grundgesetz, sondern auch im bisherigen Wahlrecht keine Stütze.
Die Auffassung, das Wahlrecht folge dem Gedanken der Wahlkreisrepräsentation, geht an den Regelungen des bisherigen Wahlrechts vorbei. Nach § 5 Bundeswahlgesetz in der bisherigen Fassung erhielt ein Wahlkreisbewerber, der mit den meisten Stimmen gewählt war, direkt ein Mandat. Er nahm aber keinen Wahlkreissitz ein. Auch bisher besetzte ein Wahlkreisabgeordneter einen Sitz, der seiner Partei und innerhalb der Partei seiner Landesliste zugewiesen war. Nach § 48 Bundeswahlgesetz alter Fassung rückte daher bisher ein Abgeordneter von der Landesliste nach, auch wenn der ausscheidende Abgeordnete ein Direktmandat innehatte. Ziel dieser Regelung war seit jeher die Aufrechterhaltung des Parteiproporzes im Bundestag und nicht die Nachbesetzung eines Wahlkreissitzes. Es wäre ohnehin verfehlt, Wahlkreisabgeordnete als Delegierte ihres Wahlkreises anzusehen. Denn sie sind gemäß Artikel 38 Absatz 2 Grundgesetz Vertreter des ganzen Volkes und allein ihrem Gewissen verantwortlich. Die weitergeübte Kritik, die Neuregelung enthalte Widersprüche und dem Zweitstimmendeckungsverfahren fehle es an Folgerichtigkeit, läuft schon deshalb ins Leere, weil sie auf dem soeben dargestellten gedanklichen Festhalten an Grundsätzen beruht, die den bisherigen Regelungen des Ausgleichs entnommen werden. Wenn aus einigen Wahlkreisen nicht der Wahlkreisbewerber mit den meisten Stimmen in den Bundestag einzieht, sondern der Wahlkreis durch einen anderen oder mehrere andere Listenabgeordnete im Bundestag vertreten wird, kann darin ein Widerspruch nur erkannt werden, wenn für die Wählerinnen und Wähler in einem Wahlkreis die Wahlkreiswahl als die allein maßgebliche Wahl für die Zuteilung eines Mandats angesehen würde. Nach dem Verfahren der Zweitstimmdeckung ist jedoch die Wahlkreiswahl gerade nicht allein entscheidend für den Erhalt eines Mandats. Das Zweitstimmdeckungsverfahren sorgt vielmehr dafür, dass jeder Abgeordnete des Bundestages durch die Zweitstimmen für seine Partei legitimiert ist. Nach dieser vom Gesetzgeber gewählten Konzeption ist nicht der Listenabgeordnete ohne Wahlkreissieg, sondern der Wahlkreissieger ohne Listendeckung schwächer und für eine Mandatszuteilung unzureichend legitimiert. Ebenso liegt kein Widerspruch darin, dass erfolgreiche Wahlkreisbewerber bei der Sitzvergabe Vorrang vor den Kandidierenden der Landesliste haben. Auch wenn die Wahlkreiswahl nicht mehr wie bisher direkt ein Mandat zur Folge hat, führt dies nicht zu ihrer Bedeutungslosigkeit, rücken doch erfolgreiche Wahlkreisbewerber an die Spitze der jeweiligen Landesliste ihrer Partei. Die Wahlkreiswahl vermittelt damit weiterhin demokratische Legitimation. So wie die Zweitstimmendeckung die Legitimation der Erststimmenwahl verstärkt, erhöht der zusätzliche Erfolg bei der Erststimmenwahl die Legitimation der Abgeordneten, die die Mandate für eine Partei einnehmen. Weder nach dem Demokratieprinzip noch nach Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz ist es verfassungsrechtlich geboten, dass die Wahlkreiswahl Legitimation ausschließlich allein, nicht aber zusammen mit der Listenwahl vermittelt. Bedenken, dass Zweitstimmendeckungsverfahren führe in der Praxis zu widersinnigen Effekten, vermögen ebenfalls nicht zu überzeugen. Weder erscheinen die dazu vorgebrachten Annahmen zwingend, noch wären die befürchteten Effekte widersinnig. So ist eine desintegrierende Wirkung fehlender Wahlkreisabgeordneter nicht hinreichend plausibel. In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat wurde aufgrund der Schilderung der angehörten Abgeordneten unterschiedlicher Fraktionen und der Sachverständigen deutlich, dass sich die Wahlkreisarbeit von Listenabgeordneten strukturell nicht von derjenigen der Wahlkreisabgeordneten unterscheidet. Beide setzen sich nicht lediglich für die eigene Wählerschaft ein, sondern verstehen sich als Mittler zwischen der lokalen und der Bundesebene. Zudem ist vor allem bei Abgeordneten kleinerer Parteien bereits heute die Mitbetreuung benachbarter Wahlkreise üblich. Soweit Wahlkreisabgeordnete in der mündlichen Verhandlung ausgeführt haben, dass im Zweitstimmendeckungsverfahren unter Zugrundelegung der Ergebnisse der Bundestagswahl 2021
absehbar keine Mandate an Bewerber bestimmter Landeslisten vergeben würden und für erfolgreiche Wahlkreisbewerber das Risiko bestehe, aufgrund des Zweitstimmenanteils kein Mandat zu erhalten, was dazu führen könnte, dass potenzielle Bewerber auf eine Kandidatur verzichteten, verkennen Sie die mit jeder Wahl verbundene Ungewissheit des Gewähltwerdens oder Nichtgewähltwerdens. Deutlich wurde jedoch ebenso, dass Wahlkreisbewerber die Wahlwerbung intensivieren dürften, um einerseits ihre Chancen gegenüber Bewerbern der eigenen Partei in anderen Wahlkreisen zu verbessern und andererseits die Chancen ihrer Partei auf mehr Sitze zu erhöhen. Die Erststimmwahl wird für Wählerinnen und Wähler auch nicht bedeutungslos. Erhält der Wahlkreisbewerber mit den meisten Erststimmen kein Mandat, stellt sich die Wahl auch rückwirkend nicht als sinnlos, sondern zunächst als erfolglos dar, wobei er als Wahlkreisgewinner weiterhin an der Spitze der für Nachrückungen fortgeltenden Landesliste stehen bleibt. Dem Vorbringen, die zunehmende Größe des Bundestages begründe keinen hinreichenden Reformbedarf, steht der breite Konsens einer langjährigen Reformdebatte entgegen. Es ist auch unstreitig, dass ein Wahlsystem, in dem einerseits Einzelpersonen in Wahlkreisen und andererseits Personenlisten in den Ländern gewählt werden, nicht alle an eine Wahl gestellten Erwartungen vollständig erfüllen kann. In der Vergangenheit haben alle im Bundestag vertretenen Parteien grundlegenden Reformbedarf gesehen. Die Reformkommission nach § 55 Bundeswahlgesetz 2020 erhielt den vordringlichen Auftrag, sich auf der Grundlage der Prinzipien des personalisierten Verhältniswahlrechts mit Maßnahmen zur wirksamen Begrenzung der Vergrößerung des Bundestages über dessen Regelgröße hinaus zu befassen. In der Reformkommission bestand Einigkeit darüber, dass Änderungen an den Stellgrößen des bisher geltenden Wahlrechts weitgehend ausgeschöpft seien. Im Ausgangspunkt teilen alle Parteien im Bundestag die im Übrigen unangefochtene Einsicht, dass ein, ich zitiere, perfektes Wahlsystem, das sämtliche Anforderungen und Wünsche erfüllt, Zitat Ende, nicht existiert. Soweit geltend gemacht wird, der Wahlgesetzgeber habe Maßgaben des Bundesstaatsprinzips verlässt, wird außer Acht gelassen, dass der Gesetzgeber zwar zur Berücksichtigung föderaler Belange berechtigt, nicht jedoch verpflichtet ist. Insbesondere besteht keine Verpflichtung, das Wahlrecht so auszugestalten, dass als Ergebnis der Wahl aus jedem Land bevölkerungsproportional Wahlkreisbewerber in den Bundestag einziehen. Zudem lässt sich die Forderung nach einer regionalen Repräsentanz, die die Antragstellerin zu 1 erhebt, also die bayerische Staatsregierung, ohnehin nicht aus dem Bundesstaatsprinzip ableiten. Zwar ermöglicht ein Wahlrecht, das föderale Belange berücksichtigt, dass sich eine Partei als Landespartei auf nur ein Land beschränkt. Hiervon unabhängig ist jedoch, dass sich eine Partei auf das Erringen von Zweitstimmen oder von Wahlkreisen konzentriert. Auch wenn sie, wie lange Zeit der Antragsteller zu 3, also die CSU, alle oder nahezu alle Wahlkreismandate in einem Land gewinnt, wird sie damit nach der Konzeption des Grundgesetzes nicht zur Repräsentantin dieses Landes im Bundestag. Ebenso wenig ergeben sich aus dem Demokratieprinzip verfassungsrechtliche Anforderungen, gegen die das zur Prüfung gestellte Zweitstimmungsverfahren verstieße. Ungeachtet der Frage, welche Folgerungen aus dem Mehrheitsprinzip gezogen werden könnten, wird es nicht dadurch berührt, dass Wahlkreisbewerber mit den meisten Stimmen kein Mandat, sondern lediglich den Vorrang vor Listenbewerbern erhalten. Das Mehrheitsprinzip trifft keine Aussage darüber, was mit einer Mehrheit erreicht wird. Dass in § 1 Absatz 3 und § 6 Absatz 1 und Absatz 4 Sätze 1 und 2 Bundeswahlgesetz geregelte Zweitstimmendeckungsverfahren verletzt die Wahlgleichheit gemäß Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz nicht. § 6 Absatz 1 und 2 Bundeswahlgesetz behandelt zwar Wahlstimmen für einen erfolgreichen unabhängigen Bewerber
und Wahlstimmen für einen von einer Partei aufgestellten Bewerber ungleich. Dies ist jedoch gerechtfertigt. Darüber hinaus begründet das Zweitstimmendeckungsverfahren keine Ungleichbehandlung. Wahlstimmen für einen unabhängigen Bewerber werden im Fall seines Erfolgs anders behandelt als Wahlstimmen für Wahlkreisbewerber einer Partei. Zum einen erhält der unabhängige Bewerber ein Bundestagsmandat unabhängig vom Sitzvergabeverfahren nach dem Zweitstimmenergebnis. Zum anderen sieht § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Bundeswahlgesetz vor, dass die Zweitstimmen der Wählerinnen und Wähler, die mit ihrer Erststimme einen unabhängigen Bewerber mit Erfolg gewählt haben, nicht berücksichtigt werden. Diese Ungleichbehandlung ist gerechtfertigt. Das Zweistimmenwahlrecht des Bundeswahlgesetzes sieht einen Ausgleich zwischen dem Erst- und dem Zweitstimmenergebnis vor. Ist ein solcher Ausgleich ausgeschlossen, weil zwischen Wahlkreisbewerber und Landesliste kein Ausgleichszusammenhang hergestellt werden kann, ist eine besondere Berücksichtigung dieser Konstellation zwingend. Mit der Möglichkeit, unabhängige Bewerber für die Wahlkreiswahl vorzuschlagen, sichert der Gesetzgeber das Wahlvorschlagsrecht aller Wahlberechtigten, unabhängig von politischen Parteien, und dies als Kernstück des Bürgerrechts auf aktive Teilnahme an der Wahl. Dieses Korrektiv zur hervorgehobenen Rolle der Parteien bei der politischen Willensbildung des Volkes verhindert die Monopolisierung des Wahlvorschlagsrechts bei den politischen Parteien und dadurch eine Mediatisierung der keiner Partei angehörenden Bürger. Diesem Ziel dient die konzeptionell notwendige Ausnahme vom Erfordernis der Zweitstimmendeckung für unabhängige Wahlkreisbewerber. Soweit darin in Anführungszeichen eine Besserstellung gegenüber parteigebundenen Bewerbern liegt, besteht hiermit ein sachlich legitimierter Grund, der Wahlgleichheit die Waage halten kann. Die Ausnahme vom Zweitstimmendeckungsverfahren ist zur Erreichung des mit ihr verfolgten Ziels auch geeignet und erforderlich. Eine Gleichstellung der Wahlkreisbewerber einer Partei mit unabhängigen Bewerbern wäre kein gleichgeeignetes, milderes Mittel. Denn das Sitzzuteilungsverfahren nach dem Zweitstimmenergebnis käme dann erst nach der Mandatserteilung an 299 Wahlkreisbewerber für die verbleibenden 331 Bundestagssitze zum Zuge und würde lediglich die Zweitstimmen der Wählerinnen und Wähler berücksichtigen, die nicht mit ihrer Erststimme erfolgreiche Wahlkreisbewerber gewählt haben. Damit würde das weitere Ziel des Gesetzgebers verfehlt, eine möglichst genaue Abbildung des Parteienproporzes im Bundestag gemäß dem Zweitstimmenergebnis zu erreichen. Soweit die Zweitstimmen der Wählerinnen und Wähler eines erfolgreichen unabhängigen Bewerbers unberücksichtigt bleiben, rechtfertigt sich die Ungleichbehandlung gegenüber anderen Wählerinnen und Wählern daraus, dass damit ein doppeltes Stimmgewicht vermieden wird. Hierdurch wird die Wahlgleichheit nicht beeinträchtigt, sondern im Gegenteil verwirklicht, indem verhindert wird, dass die für politische Parteien abgegebenen Zweitstimmen diesen zu Bundestagsmandaten verhelfen, obwohl die Erststimmen der betreffenden Wählerinnen und Wähler schon zur Zuteilung eines Bundestagssitzes an einen unabhängigen Bewerber geführt haben, der eben nicht im Wege des Verhältnisausgleichs verrechnet werden kann. Darüber hinaus führt das Zweitstimmendeckungsverfahren nicht zur Ungleichbehandlung von Wahlstimmen. Alle Wahlstimmen haben den gleichen Zählwert und die gleichen Erfolgschancen. Soweit Wählerinnen und Wähler mit ihrer Erststimme einen Wahlkreisbewerber einer Partei wählen, wird diese Stimme bei der Auszählung berücksichtigt. Im Wahlergebnis wird sie als Stimme für diesen Wahlkreisbewerber auch ausgewiesen. Auch die Erfolgschancen der Erststimmen sind gleich. Jede Erststimme führt dann zu einem Mandat für den Wahlkreisbewerber, wenn zum einen der Bewerber die meisten Erststimmen im Wahlkreis und zum anderen die Landesliste seiner Partei so viele Zweitstimmen erhält, dass ihr Sitzkontingent für alle ihre erfolgreichen Wahlkreisbewerber mit dem gleichen oder besseren Erststimmenanteil ausreicht. Beide Bedingungen sind so gestaltet, dass sie ausschließlich vom Wahlergebnis abhängig sind. Die Erfolgschance ex ante im Vorhinein ist für jede Wahlstimme gleich.
Aus dem Gleichheitsgebot des Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz folgt nicht, dass alle Wahlkreisbewerber mit den meisten Stimmen in ihrem Wahlkreis ein Mandat erhalten müssen. Der Grundsatz der Wahlgleichheit gibt nicht vor, dass die Mandatszuteilung an keine weiteren Bedingungen geknüpft werden darf. Das weitere Erfordernis eines ausreichenden Wahlergebnisses bei den Zweitstimmen stellt auch keine willkürliche Bedingung dar, sondern findet seinen sachlichen Grund darin, dass die Wahl als Zweistimmenwahl nach den Grundsätzen der Verhältniswahl erfolgt. Ebenso lässt sich aus dem Mehrwert der Personenwahl, der in der Personalisierung und Regionalisierung liegt, nicht ableiten, dass die Nichtberücksichtigung eines Wahlkreissiegers für ein Bundestagsmandat bei Verfehlen der weiteren Voraussetzungen der Zweitstimmendeckung eine relevante Ungleichbehandlung darstellt. Die Personenwahl ist nach dem Bundeswahlgesetz 2023 ein Personalisierungselement der Verhältniswahl, das der Gesetzgeber dieser eben untergeordnet hat. Das Gebot der Unmittelbarkeit der Wahl gemäß Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz wird durch das Zweitstimmendeckungsverfahren ebenfalls nicht verletzt. Dieses Gebot ist formal und einheitlich sowohl auf die Erst- als auch auf die Zweitstimmenwahl anzuwenden. Das Verfahren der Zweitstimmendeckung ändert nichts daran, dass die Erststimme jeder Wählerin und jedes Wählers einem bestimmten Wahlkreisbewerber zugerechnet werden kann. Bei der Stimmabgabe ungewiss ist allein der Stimmerfolg. Die Annahme, Wählerinnen und Wähler könnten ex ante nicht erkennen, ob bzw. wie sich ihre Stimmabgabe tatsächlich auswirken werde, geht an den verfassungsrechtlichen Anforderungen der Unmittelbarkeit der Wahl vorbei. Für den Grundsatz der Unmittelbarkeit ist nicht entscheidend, dass die Stimme tatsächlich von den Wählerinnen und Wählern die beabsichtigte Wirkung entfaltet. Ausreichend ist die Möglichkeit einer der Intention der jeweiligen Wählerinnen und Wähler entsprechenden positiven Beeinflussung des Wahlergebnisses. Dies ist beim Zweitstimmendeckungsverfahren der Fall. Jede Erststimme erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der gewählte Bewerber die meisten Stimmen im Wahlkreis erhält und ebenso, dass sein Stimmenanteil dann ausreicht, um bei der Sitzvergabe ein Mandat zu erlangen. Gegen die Chancengleichheit der Parteien gemäß Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz wird ebenfalls nicht verstoßen. Soweit hierfür auf Eingriffe in die Wahlgleichheit verwiesen wird, ergibt sich dies bereits daraus, dass diese, wie ausgeführt, nicht verletzt ist. Die Einschätzung, das Zweitstimmendeckungsverfahren belaste die Oppositionsparteien in besonderer Weise, teilt der Senat nicht. Das Zweitstimmendeckungsverfahren dient der Zusammensetzung des Bundestages nach Parteienproporz ebenso wie das bislang geltende System der Ausgleichsmandate. Anders als der Begriff der in Anführungszeichen Kappung suggeriert, wird Parteien durch das Zweitstimmendeckungsverfahren kein ihnen bereits zugeteiltes Sitzkontingent gekürzt. Die damit erreichte Einhaltung der gesetzlichen Größe des Bundestages führt lediglich dazu, dass im kommenden Deutschen Bundestag von jeder Partei weniger Abgeordnete vertreten sein werden, als dies nach dem bisherigen Wahlrecht der Fall gewesen wäre. Schließlich liegt in der Sitzvergabe an unabhängige Bewerber keine Benachteiligung von Parteien. Entschließen sich Bewerber nicht für eine Partei zu kandidieren, nehmen sie gerade die Möglichkeit wahr, die als Korrektiv zu der hervorgehobenen Rolle der Parteien vorgesehen ist. Da diese Regelung eine Monopolisierung des Wahlvorschlagsrechts bei den politischen Parteien verhindert, kann darin keine Verletzung von Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz liegen. Die Sperrklausel des § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Bundeswahlgesetz ist in ihrer geltenden Form mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Sie beeinträchtigt den Grundsatz der Wahlgleichheit gemäß Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz. Eine solche Beeinträchtigung kann zwar durch das Ziel gerechtfertigt sein, die Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Bundestages zu sichern. Eine Sperrklausel ist hierfür auch derzeit in Höhe von 5% grundsätzlich ein geeignetes Mittel. Die in § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Bundeswahlgesetz vorgesehene Sperrklausel
ist jedoch unter den geltenden rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen nicht in vollem Umfang erforderlich, um die Funktionsbedingungen des Bundestages zu sichern. Der Gesetzgeber muss daher derzeit ein milderes Mittel wählen, um die Integrationsfunktion der Wahl zu sichern. Durch die zur Prüfung gestellte Sperrklausel werden Parteien, die nach ihrem Zweitstimmenergebnis rechnerisch Bundestagssitze erhalten könnten, bei der Sitzverteilung nicht berücksichtigt, wenn sie im Bundesgebiet weniger als 5% der gültigen Zweitstimmen erreicht haben. Dies ist eine Ungleichbehandlung gegenüber Wahlstimmen für Parteien mit einem höheren Zweitstimmenergebnis. Es liegt jedoch keine Beeinträchtigung der Wahlgleichheit darin, dass § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Bundeswahlgesetz keine Differenzierung danach vorgibt, ob eine solche Partei erfolgreiche Wahlkreisbewerber vorweisen kann. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht in seiner ersten Entscheidung zu einer Sperrklausel zum schleswig-holsteinischen Landeswahlgesetz von 1951 darauf abgestellt, dass, ich zitiere, unter dem Gesichtswinkel einer Bekämpfung der Splitterparteien, Ende des Zitats, zur kleinen Zahl der für eine Partei abgegebenen Stimmen hinzukommen müsse, dass die Partei keinen örtlichen Schwerpunkt habe. Und dies interpretierte der Südschleswigsche Wählerverband dann dahin, dass Parteien mit örtlichem Schwerpunkt nicht als Splitterparteien angesehen werden dürften, und ergriff die Folgefassung des Landeswahlgesetzes dann 1962 an, die lediglich die Sperrklausel von 7,5 auf 5% abgesenkt hatte, weil diese Sperrklausel die Beschränkung als Partei einer nationalen Minderheit auf einen Teil des Landes nicht berücksichtige. Daraufhin stellte das Bundesverfassungsgericht aber klar, dass sich die Begriffsbestimmung, was eine Splitterpartei sei, nur aus dem konkret zu überprüfenden Wahlgesetz ergeben könne und damit im Ermessen des Gesetzgebers liege. Der Gleichheitssatz ist nicht schon dann verletzt, wenn der Gesetzgeber Differenzierungen, die er vornehmen darf, nicht vornimmt. Für Sperrklauseln im Verhältniswahlrecht kann die Sicherung der Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Parlaments einen legitimen Rechtfertigungsgrund darstellen. Ziel der Bundestagswahl ist nicht allein, den politischen Willen der Wählerinnen und Wähler durch eine den Wahlstimmen entsprechende Repräsentation der Parteien zur Geltung zu bringen. Die Wahl vermittelt als Integrationsvorgang bei der politischen Willensbildung des Volkes, staatlichem Handeln, demokratische Legitimation. Hierfür muss die Wahl einen arbeits- und funktionsfähigen Bundestag hervorbringen. Maßgeblich für die Beurteilung der Zulässigkeit einer Sperrklausel bei der Wahl zum Deutschen Bundestag findet die ihm in der Verfassungsordnung des Grundgesetzes zugewiesenen zentralen Funktionen. Ihm obliegt die Wahl und fortlaufende Unterstützung einer handlungsfähigen Regierung, was die Bildung einer stabilen Mehrheit voraussetzt. Dies ist nicht von der Kontrollfunktion des Bundestages zu trennen, die Informations- und Mitwirkungsrechte umfasst und in besonderem Maße von Abgeordneten der Opposition wahrgenommen wird. Der Bundestag ist zudem Hauptorgan der Gesetzgebung, sodass ihm die wesentliche Aufgabe der Beratung und Beschlussfassung über Gesetze zugewiesen ist. Im Zuge der Weiterentwicklung der Europäischen Union hat der Bundestag außerdem die Integrationsverantwortung gemäß Artikel 23 Grundgesetz wahrzunehmen. Und schließlich bildet er den verfassungsrechtlichen Ort der Debatte für alle die Gemeinschaft interessierenden Angelegenheiten. Die Sperrklausel des Paragraphen 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Bundeswahlgesetz ist geeignet, die Funktionsfähigkeit des Bundestages zu sichern. Insoweit kommt es nicht darauf an, ob durch sie Parteien ausgegrenzt werden, die inhaltlich an Partikularinteressen ausgerichtet oder zur Kompromissfindung und Koalitionsbildung kaum bereit sind. Das Bundesverfassungsgericht hat die Zulässigkeit der bundesweiten Sperrklausel im Bundeswahlgesetz 1953 unter Einbeziehung auch dieses Gesichtspunktes begründet. Es kann aber offen bleiben, ob eine solche Rechtfertigung der Sperrklausel heute überholt ist oder nicht. Die Sperrklausel ist nämlich gerechtfertigt, ohne dass es auf ihre Ausgrenzungswirkung gerade gegenüber einer bestimmten Art von Parteien ankommt.
Vielmehr rechtfertigt der Erhalt der Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Parlaments aus sich heraus eine Mindestgröße der im Parlament vertretenen Parteien. Mit einer Sperrklausel verhindert das Wahlrecht eine Zersplitterung des Parlaments in viele kleine Gruppen und sichert damit die Arbeits- und Funktionsbedingungen des Bundestages. Sie schafft die Voraussetzungen dafür, dass Zusammenschlüsse von Abgeordneten mit gleichgerichteten politischen Zielen im Bundestag grundsätzlich eine bestimmte Mindestgröße haben. Das Ziel der Sperrklausel besteht darin, eine Organisation des Bundestages zu ermöglichen, mit der eine arbeitsteilige Befassung mit den Aufgaben in Ausschüssen und eine nach der Parteizugehörigkeit strukturierte Willensbildung in Fraktionen gewährleistet sind. Das Wahlrecht sichert hiermit Rahmenbedingungen, durch die der Bundestag seine Funktionen arbeitsteilig und damit als Arbeitsparlament wahrnehmen kann. Ebenso kann der Bundestag die Plenarsitzungen an den Fraktionen orientiert strukturieren, etwa die Tagesordnung interfraktionell abstimmen und Redezeiten unter den Fraktionen aufteilen. Eine parteipolitische Zersplitterung des Parlaments durch deutlich kleinere Gruppen und eine Reihe von Einzelabgeordneten würde diese bewährten Rahmenbedingungen grundlegend verändern. Dies schließt nicht aus, dass auch in einem solchen Parlament funktionsgerechte Organisationsformen und Arbeitsprozesse entwickelt werden könnten. Maßgeblich für die Rechtfertigung einer Sperrklausel sind jedoch nicht abstrakte Erwägungen, die für alle Parlamente gleichermaßen gelten. Vielmehr kommt es auf die konkreten Bedingungen an, unter denen die jeweilige Volksvertretung arbeitet. Die durch die Sperrklausel geschaffenen Voraussetzungen greift der Bundestag im Rahmen seiner Geschäftsordnungsautonomie gemäß Artikel 40 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz für die Bildung von Fraktionen auf. Für die Arbeits- und Funktionsfähigkeit grundlegend ist dabei die Fraktionsbildung der Abgeordneten entsprechend ihren gleichgerichteten politischen Zielen. Eine Sperrklausel sichert diese Voraussetzung so, dass Fraktionen grundsätzlich eine bestimmte Mindestgröße haben. Die von § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Bundeswahlgesetz vorgegebene Höhe der Sperrklausel von 5% der bundesweiten gültigen Zweitstimmen ist für diesen Zweck sachgerecht. Das Bundesverfassungsgericht hat die Sperrklausel des Bundeswahlgesetzes in Höhe von 5% stets für verfassungskonform erachtet. Auch unter Berücksichtigung rechtlicher und tatsächlicher Veränderungen erweist sich eine Sperrklausel in dieser Höhe als zulässig. Die rechtlichen Veränderungen führen nicht dazu, dass eine Sperrklausel nur in geringerer Höhe als 5% gerechtfertigt wäre. Zwar entfaltet die Sperrklausel durch die Einführung des Zweitstimmendeckungsverfahrens auch Wirkungen auf die Erststimmenwahl, erreichen Parteien bundesweit weniger als 5% der gültigen Stimmen, erhalten die von ihnen vorgeschlagenen, in ihrem Wahlkreis erfolgreichen Wahlkreisbewerber kein Bundestagsmandat. Aus diesen neuen, weitergehenden Wirkungen der Sperrklausel ergeben sich jedoch keine Gesichtspunkte für eine andere Beurteilung ihrer Höhe. Der Einzug lediglich einzelner Abgeordneter einer Partei, die als Wahlkreisbewerber erfolgreich waren, brächte noch keine der Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Bundestages genügende Gruppe von Abgeordneten einer Partei hervor. Vielmehr könnten danach sehr kleine, unter Umständen nur aus einem Abgeordneten bestehende, in Anführungszeichen, Parteisplitter im Bundestag vertreten sein. Im Übrigen würde eine Absenkung der Sperrklausel diese Wirkung auf Wahlkreisbewerber nicht verhindern. Tatsächliche Veränderungen des Wahlverhaltens führen ebenfalls nicht zu einer anderen Bewertung der Sperrklausel. Die Rechtfertigung einer Sperrklausel mit dem Ziel, die Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Parlaments zu sichern, ist grundsätzlich unabhängig davon, wie viele Zweitstimmen aufgrund der Sperrklausel bei der Sitzverteilung insgesamt unberücksichtigt bleiben. Eine andere verfassungsrechtliche Beurteilung könnte möglicherweise dann geboten sein, wenn der Sperrklausel bedingte Ausfall an Stimmen einen Umfang erreichte, der die Integrationsfunktion der Wahl beeinträchtigen würde. Derartige Veränderungen des Wahlverhaltens bei Bundestagswahlen können derzeit für die erforderliche wertende Prognoseentscheidung nicht verlässlich festgestellt werden. Unter den gegenwärtigen tatsächlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ist die Ausgestaltung der Sperrklausel jedoch nicht in vollem Umfang erforderlich.
Zur Sicherstellung der Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Bundestages ist es nicht notwendig, eine Partei bei der Sitzverteilung unberücksichtigt zu lassen, deren Abgeordnete im Fall ihrer Berücksichtigung eine gemeinsame Fraktion mit den Abgeordneten einer anderen Partei bilden würden, wenn beide Parteien gemeinsam das 5%-Quorum erreichen würden. Eine solche Möglichkeit besteht nicht nur abstrakt, sondern tatsächlich im Fall des Antragstellers zu 3, also der CSU. Sie lässt sich mit drei Elementen beschreiben. Werden in einem solchen Fall die Zweitstimmenergebnisse dieser Parteien bei dem Erfordernis des § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Bundeswahlgesetz gemeinsam berücksichtigt, stellt dies ein ebenso geeignetes, milderes Mittel dar. Tatsächlich besteht die Möglichkeit, dass der Antragsteller zu 3 bei der Wahl nach dem Bundeswahlgesetz 2023 bei der Sitzverteilung mangels Überschreiten des bundesweiten 5%-Sperrklausel nicht berücksichtigt wird. Bilden. Der Antragsteller zu 3, die CSU und die Beigetretene, die CDU, machen seit dem Bestehen der Bundesrepublik Deutschland im Wahlkampf deutlich, dass sie eine Abgeordneten des Antragstellers zu 3 bilden seit 1949 im Bundestag eine gemeinsame Fraktion mit den Abgeordneten der Beigetretenen. Sie verfolgen gleichgerichtete politische Ziele. Grundlage hierfür ist eine auf Dauer angelegte Kooperation der beiden Parteien. Unter anderem verzichtet die Beigetretene seit 1949 auf Parteistrukturen und eine Kandidatur in Bayern. Die Kooperation des Antragstellers zu 3 mit der Beigetretenen zeichnet sich also letztlich durch drei Elemente aus. Erstens die Absicht, aufgrund gleichgerichteter politischer Ziele eine Fraktion zu bilden. Zweitens den Umstand, dass schon bisher eben eine solche gemeinsame Fraktion im Bundestag bestand. Und drittens den Verzicht auf Wettbewerb untereinander, indem Landeslisten nur in unterschiedlichen Ländern eingereicht werden. Das Ziel der Sperrklausel wird in gleicher Weise erreicht, wenn bei dem Erfordernis des § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Bundeswahlgesetz die Zweitstimmenergebnisse von Parteien, die in dieser Form kooperieren, gemeinsam berücksichtigt werden. Eine solche Kooperation verändert die Rahmenbedingungen der parlamentarischen Arbeit, auf deren Sicherung die Sperrklausel abzielt, nicht. Ihr Ziel ist eine Fraktionsgemeinschaft. Dabei geht sie über ein reines Wahlbündnis hinaus, das lediglich erreichen will, dass beide Parteien im Parlament vertreten sind. Auch bezieht sie sich im Unterschied zu einer Koalitionsaussage nicht lediglich auf eine Zusammenarbeit im Fall der Regierungsübernahme, sondern gilt auch für den Fall der Opposition. Die Kooperation betrifft also unmittelbar die Tätigkeit im Bundestag selbst und umfasst sämtliche Parlamentsfunktionen, nicht nur die Wahl und fortlaufende Unterstützung der Bundesregierung. Durch die Bildung einer gemeinsamen Fraktion ordnen sich die Abgeordneten der beteiligten Parteien den parlamentarischen Organisationsstrukturen unter, indem sie nicht einzeln, sondern nur gemeinsam die Rechte und Pflichten einer Fraktion wahrnehmen. Dies bezweckt, gemeinsam gleichgerichtete politische Ziele zu verfolgen und eine politische Strömung im Parlament zu repräsentieren. Werden Parteien, die in dieser Form kooperieren, bei der Anwendung der Sperrklausel gemeinsam berücksichtigt, stellt dies in mehrfacher Hinsicht eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen Parteien dar. Diese ist aber jedenfalls dann gerechtfertigt, wenn sie auf Parteien beschränkt ist, die alle drei Voraussetzungen erfüllen. Es kann dabei offen bleiben, inwieweit die gemeinsame Berücksichtigung von Parteien bei der Überwindung der Sperrklausel angesichts ihres Umgehungspotenzials gerechtfertigt ist, wenn lediglich einzelne der drei Voraussetzungen vorliegen. Ich springe jetzt noch mal weiter und bin bei Randnummer 269. Bereits die Absicht zweier Parteien, aufgrund gleichgerichteter politischer Ziele eine Fraktion zu bilden, geht über eine bloße Zählgemeinschaft hinaus. Sie ist nicht lediglich darauf gerichtet, die Wirkung der Sperrklausel zu überwinden, sondern auf die gemeinsame parlamentarische Arbeit im Bundestag. Allerdings besteht das Risiko, dass sich eine im Wahlkampf geäußerte Absicht nicht realisiert
da die Bildung einer Fraktion den Abgeordneten im Bundestag vorbehalten bleibt. Vor diesem Hintergrund liegt ein sachlicher Differenzierungsgrund auch in dem Abstellen darauf, dass die Abgeordneten zweier Parteien bereits eine gemeinsame Fraktion bilden. Das Zusammenwirken der Parteien hat sich dann in der parlamentarischen Praxis bereits verfestigt. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich nach der Wahl die gemeinsame Fraktionsbildung erneut realisiert und die Abgeordneten dieser Parteien nicht in kleine Gruppen zerfallen. Auch Wählerinnen und Wählern bietet diese Anforderung eine transparentere Grundlage dafür, dass ihre Stimmabgabe einer gemeinsamen Politik der kooperierenden Parteien und nicht lediglich der Überwindung der Sperrklausel dient. Ein weiterer sachlicher Differenzierungsgrund liegt darin, die gemeinsame Berücksichtigung von Listen mehrerer Parteien davon abhängig zu machen, dass die Parteien nicht zueinander in Wettbewerb treten. Dies fördert die für einen Fraktionszusammenschluss notwendige Kooperationsbereitschaft. Eine solche Gestaltungsmöglichkeit bietet auch das Bundeswahlrecht dadurch, dass die Zweitstimmenwahl nach Landeslisten erfolgt. Dadurch können Parteien ihre Betätigung auf einzelne Länder beschränken. Es kann offen bleiben, ob diese Gründe nur tragen, wenn sie kumulativ vorliegen. Jedenfalls gemeinsam rechtfertigen sie unter den gegenwärtigen rechtlichen und tatsächlichen Bedingungen die Bevorzugung einer Kooperation, wie der Antragsteller zu drei und die Beigetretene sie praktizieren. Der Gesetzgeber ist zwar verpflichtet, die Sperrklausel des § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Bundeswahlgesetz so auszugestalten, dass sie unter den derzeitigen rechtlichen und tatsächlichen Bedingungen nicht über das zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des Bundestages Erforderliche hinausgeht. Da er innerhalb der Grenze, die ihm nach ständiger Rechtsprechung mit dem 5%-Quorum für das Wahlgebiet gezogen ist, grundsätzlich frei ist, auf die Sperrklausel zu verzichten, deren Höhe herabzusetzen oder andere geeignete Möglichkeiten zu ergreifen, ist er aber nicht auf die Einführung einer Möglichkeit der gemeinsamen Berücksichtigung zweier in der dargestellten Form kooperierender Parteien beschränkt. Vielmehr kann er die Sperrklausel auch in anderer Weise modifizieren, um unter den derzeitigen rechtlichen und tatsächlichen Bedingungen sicherzustellen, dass Parteien bei der Sitzverteilung berücksichtigt werden, die, wie der Antragsteller zu drei, von dem Fehlen einer gemeinsamen Berücksichtigungsmöglichkeit betroffen sind. Zwar könnten durch andere Ausgestaltung der Sperrklausel womöglich Parteien auch mit weniger Abgeordneten im Bundestag vertreten sein, sodass das legitime Ziel, die Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Bundestages zu sichern, nicht in gleichem Umfang erreicht würde wie mit einer ausnahmslosen bundesweiten 5%-Sperrklausel. Wählt der Gesetzgeber eine solche andere Modifikation, prüft das Bundesverfassungsgericht jedoch nur, ob die mit der Regelung hervorgerufene Behandlungen gerechtfertigt sind, nicht aber, ob er zweckmäßige oder rechtspolitisch erwünschte Lösungen gefunden hat. Andere mögliche Gestaltungsvarianten sind insbesondere Veränderungen der Sperrklausel selbst oder eine Regelung, nach der die Überwindung einer alternativen Hürde ebenfalls den Zugang zum Sitzzuteilungsverfahren ermöglicht. Zunächst könnte der Gesetzgeber die Sperrklausel selbst verändern. Zwar könnte er regionalisierte oder landesbezogene Sperrklauseln geeignet sein, der Situation, die die Unvereinbarkeit der gegenwärtigen Sperrklausel mit der Wahlgleichheit begründet, Rechnung zu tragen. Jedoch fehlen hierfür bislang belastbare Konzepte. Demgegenüber werden in der öffentlichen Diskussion neben einer Absenkung der Sperrklausel auch andere konkrete Vorschläge erörtert, die der Gesetzgeber zum Ausgangspunkt seiner Befassung machen könnte. Der Gesetzgeber kann die Sperrklausel aber auch abmildern, indem er eine alternative Hürde schafft, deren Überwindung den Zugang zum Sitzzuteilungsverfahren eröffnet. Eine solche Möglichkeit sah der Gesetzentwurf der Regierungsfraktion mit der Wahlkreisklausel vergleichbar mit der vorher geltenden Grundmandatsklausel vor. Da bei einer solchen Wahlkreisklausel Parteien bei der Sitzzuteilung unabhängig davon berücksichtigt werden, ob ihre Abgeordneten im Parlament mit den Abgeordneten einer anderen Partei zusammen eine Fraktion bilden, ist sie weniger geeignet, die Rahmenbedingungen für die Funktionsfähigkeit des Bundestages zu sichern, als eine bundesweite Sperrklausel. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund eines veränderten Wahlverhaltens. Dennoch
bleibt nach den bisherigen Erfahrungen ein solcher Zugangsweg mit 3 gewonnenen Wahlkreisen nicht wesentlich hinter den Wirkungen einer Sperrklausel von 5% zurück. Die Ungleichbehandlung durch eine solche Wahlkreisklausel wäre vergleichbar zur bisherigen Grundmandatsklausel unter den gegenwärtigen rechtlichen und tatsächlichen Bedingungen auch gerechtfertigt. Die bisherige Grundmandatsklausel hat das Bundesverfassungsgericht bereits 1957 sowie erneut im Jahr 1997 als gerechtfertigt angesehen. Der Senat hat dabei die Grundmandatsklausel auch auf die Grundstruktur des Wahlrechts selbst zurückgeführt. Die Entscheidung des Gesetzgebers, Parteien mit 3 Direktmandaten für parlamentswürdig zu halten, sei nicht nur darauf gestützt, dass sie sich in lokalen Schwerpunkten als politisch bedeutsam erwiesen hätten, sondern darauf, dass sie damit zugleich in besonderer Weise dem Anliegen der personalisierten Verhältniswahl entsprochen hätten. Die verfassungsrechtlich maßgebliche Rechtfertigung beruhe auf den, ich zitiere, Grundlagen des eigenartig gestalteten Wahlsystems, so die Formulierung 1953. 1957 hat der Senat dies weiter präzisiert, der Gesetzgeber dürfe die besondere politische Kraft einer Partei sowohl aus dem Zweitstimmenergebnis als auch aus dem Ausmaß ihres Erfolges in der Mehrheitswahl ableiten. In der Wahl eines Wahlkreiskandidaten drücke sich in aller Regel zugleich auch das Ausmaß der Billigung der politischen Anliegen der Partei aus, die ihn nominiert habe. Aus diesem Grund dürfe der Gesetzgeber in dem sich bereits in Parlamentssitzen niederschlagenden Erfolg ein Indiz dafür sehen, dass diese Partei besondere Anliegen aufgegriffen habe, die eine Repräsentanz im Parlament rechtfertigten. Diese Begründung behält unter den gegenwärtigen rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen ihre Berechtigung und fügt sich ebenso in die Konzeption des Zweitstimmendeckungsverfahrens ein. Den mehrfachen Erfolg der Wahlkreisbewerber einer Partei, die sich zwar wegen der Sperrklausel zusammen mit dem Zweitstimmendeckungsverfahren nicht direkt in einem Mandat niederschlägt, aber von dem Willen der Wählerinnen und Wähler getragen ist, dass der Bewerber ein Mandat erhalten soll, darf der Gesetzgeber nach wie vor als Indiz dafür sehen, dass diese Partei besondere Anliegen aufgegriffen hat, die eine Repräsentanz im Parlament rechtfertigen. Nach diesen Maßgaben sind auch die Verfassungsbeschwerden zu 6 und 7, soweit sie zulässig sind, begründet. Auch der Organklageantrag des Antragstellers zu 3 ist begründet, der Organklageantrag der Antragstellerin zu 4 hingegen unbegründet. Denn die Bedingungen, unter denen die Sperrklausel über das zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des Parlaments Erforderliche hinausgeht, treffen nur auf den Antragsteller zu 3 zu. Die Antragstellerin zu 4 erfüllt diese Bedingungen hingegen nicht. Ihre Abgeordneten bilden keine gemeinsame Fraktion mit denen einer anderen Partei. Es ist auch nicht erkennbar, dass sie eine solche beabsichtigt und hierfür eine Kooperation mit einer anderen Partei eingeht, zu der sie nicht im Wettbewerb steht. Sie wird deshalb durch den festgestellten Verfassungsverstoß nicht in ihren eigenen Rechten verletzt. Die Normenkontrollanträge und die Verfassungsbeschwerden führen zur Feststellung, dass § 1 Absatz 3 und § 6 Absatz 1 und Absatz 4 Sätze 1 und 2 Bundeswahlgesetz, also das Zweitstimmendeckungsverfahren, mit dem Grundgesetz vereinbar, § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Bundeswahlgesetz, also die Sperrklausel, mit dem Grundgesetz unvereinbar sind. Hier ist auch die Unvereinbarkeit auszusprechen, weil dem Gesetzgeber mehrere Möglichkeiten zur Verfügung stehen, den festgestellten Verstoß gegen Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz und 21 Absatz 1 Grundgesetz zu beseitigen. Die Unvereinbarkeitserklärung ist mit einer Anordnung der Fortgeltung des § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Bundeswahlgesetz zu verbinden und zusätzlich wird angeordnet, dass bis zu einer Neuregelung diese Norm mit der Maßgabe anzuwenden ist, dass bei der Sitzverteilung Parteien, die weniger als 5% der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten haben, nur dann nicht berücksichtigt werden, wenn sie in weniger als 3 Wahlkreisen die meisten Erststimmen errungen haben.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Gesetzgeber eine den vorstehenden Maßgaben entsprechende Modifikation des § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Bundeswahlgesetz nicht rechtzeitig vor der nächsten Wahl des nächsten Deutschen Bundestages vornimmt. In diesem Fall bestünde ohne eine Anordnung der Fortgeltung der Sperrklausel die Gefahr, dass im 21. Deutschen Bundestag zahlreiche Parteien mit nur wenigen Abgeordneten vertreten wären. Dies könnte nach der vom Bundesverfassungsgericht nicht zu beanstandenden Einschätzung des Gesetzgebers die Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Parlaments gefährden. Um zugleich der Gefährdung der Integrationsfunktion der Wahl vorzubeugen, ist der Rückgriff auf die Wahlkreisklausel des Gesetzentwurfs sachgerecht. Sie ist den Parteien und Wählerinnen und Wählern bekannt. Da bei der kommenden Wahl erstmals das Zweitstimmendeckungsverfahren zum Zuge kommt, stärkt dies das Vertrauen darauf, dass die Wahlrechtsreform keine Partei benachteiligt. Die Entscheidung ist zur Sperrklausel und zum Erfolg der Organklage der Antragstellerin zu 4 mit 7-1 Stimmen und im Übrigen, also zum Zweitstimmendeckungsverfahren, einstimmig ergangen. Vielen Dank, Frau Weil-Rabenstein. Damit sind wir dann für heute durch. Ich schließe die heutige Sitzung und es bleibt mir nur, Ihnen einen schönen Sommer zu wünschen. Den einen oder anderen werde ich dann sicherlich Mitte September wiedersehen. Dann werden wir wieder verkünden, diesmal die Ausschussvorsitze. Jedenfalls einen schönen Sommer. Erholen Sie sich alle gut, jedenfalls die, die einen Urlaub vor sich haben. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt einen guten Heimweg.